Nachdem ich im vorangegangenen Video über die Optimierung der Extruderröhre gesprochen habe, wende ich mich nun dem Thema Extruderschraube zu. Denn einfach irgendwas Schraubenartiges zu verwenden, klappt selten gut. Das offensichtlich simpelste Bauteil meines Extruderkonzepts muss dennoch recht genaue Anforderungen erfüllen, damit der Kunststoff mit möglichst geringen Kräften und vor allem gleichmäßig zur Düse herausgepresst werden kann. Für meine bislang verwendete Extruderröhre mit einem Innendurchmesser von 6 mm hat sich eine Holzschraube mit einem Durchmesser von 4,5 mm als gute Wahl gezeigt. Ob das aber auch das Optimum ist, sollen weitere Experimente zeigen. Die Steigung der Schraube beträgt 2,6 mm und das ist ein wichtiger Parameter für einen funktionierenden Extruder. Die Steigung bestimmt, wie viel Material pro Umdrehung nach unten gepresst wird. Je kleiner die Steigung, umso weniger Material wird pro Umdrehung bewegt, dafür ist bei gleichem Drehmoment die ausgeübte Kraft in Richtung Düse größer. Die Steigung bestimmt zusammen mit dem Getriebe die Gesamtübersetzung des Systems, also wie viele Schritte der Extrudermotor ausführen muss, um ein gegebenes Volumen an Kunststoff zu extrudieren. Die Steigung der Schraubenwendel sollte möglichst klein, muss aber groß genug sein, damit die größten Körner des Granulats dazwischen passen. Der Durchmesser des Schraubenkerns beträgt etwa 2,8 mm. Somit verbleiben bei einer ideal zentrierten Schraube 0,75 mm zwischen den Kanten der Wendel und der Innenwand der Extruderröhre. Zwischen Kern und Wand sind es 1,6 mm. Rein theoretisch sollten somit nur Kunststoffkörner bis zu einem Durchmesser von eben diesen 1,6 mm in den Extruder passen. Wer das erste Video zur Granulatgewinnung aus Fehldrucken gesehen hat, wird noch wissen, dass die Maschenweite meines Siebs aus Erdnussdosen aber 2 mm betragen hat und dieses Rohmaterial verwende ich mit Erfolg. Grund dafür, dass alle Körner dieses Granulats extrudiert werden können, ist zum einen, dass die meisten Körner einen deutlich kleineren Durchmesser als 2 mm besitzen und zum anderen, dass der Extruder nicht mit null Toleranzen gefertigt ist. Die Schraube ist nicht genau im Zentrum der Röhre festgenagelt und die Kupplung aus dem 3D-Drucker erlaubt es, dass sich der M8er Schraubenkopf ein wenig darin frei bewegen kann. Der verbleibende Spalt zwischen Schraube und Extruderwand ist dabei nicht mangelnder Fertigungstechnik geschuldet, sondern erfüllt eine wichtige Funktion. Über diesen Spalt kann die Luft entweichen, während die Kunststoffkörner auf ihrem Weg zur Düse zu einer kompakten Masse verschmelzen. Wie schon mehrfach gezeigt, die 4,5 mm Schraube funktioniert sehr gut. Wie sieht es mit einem kleineren Durchmesser von nur 4 mm aus? Die Steigung beträgt 2 mm und auch der Kerndurchmesser ist 2 mm. Somit sollten auch grobkörnigere Rohstoffe verarbeitet werden können. Das Druckergebnis ist allerdings deutlich schlechter. Die Extrusion ist offensichtlich weniger konstant, da die Körner wegen der kleineren Schraubenwendel nicht so gut gegriffen werden können. Mit einer anderen Geometrie am Extrudereingang könnte das eventuell verbessert werden, aber warum kompliziert, wenn's einfach mit einer größeren Schraube geht? Eine andere Korngrößenverteilung mit Anteilen größeren Durchmessers könnte der 4 mm Schraube eventuell doch noch zum Erfolg verhelfen, mehr dazu in einem der kommenden Videos. Was mich gestört hat, ist die raue Oberfläche der bislang verwendeten Schrauben, was unnötige Reibung verursacht. Also habe ich eine glänzend verchromte Messingschraube mit geringerer, aber noch ausreichend großer Steigung von 2 mm geordert und in den Extruder eingebaut. Auch hier ist das Ergebnis schlechter. Die Wärmeleitkoeffizienten von Messing und Chrom sind deutlich höher als der von Stahl, wodurch die Zone aus erweichtem Kunststoff in der Extruderröhre wächst, was zu höherer Reibung führt. Nächster Kandidat ist daher eine 4,5 mm durchmessende Schraube aus Edelstahl.
Neben einem geringeren Wärmeleitkoeffizienten besitzt diese ebenfalls eine glattere Oberfläche als die Schraube aus gelb verzinktem Stahl, wenngleich diese rauer als die der verchromten Schraube ist. Mit 2 mm ist der Wert für die Steigung gleich der verchromten Variante, der Kerndurchmesser ist mit 2,8 mm gleich der Schraube aus normalem Stahl. Die damit erzielte Druckqualität gleicht der mit der gelb verzinkten Schraube aus normalem Stahl. Die geringere Steigung und Wärmeleitfähigkeit als auch die etwas glattere Oberfläche haben keinen signifikanten Einfluss auf die Konstanz der Extrusion. Letzter Kandidat ist eine 5 mm durchmessende Schraube aus Edelstahl. Die Steigung der 5 mm Schraube ist mit 2,2 mm etwas größer als bei der 4,5 mm Schraube, der Kerndurchmesser mit 3 mm ebenfalls. Auf die Extruderschraube wirken zwei Kräfte. Zum einen das vom Schrittmotor über das Getriebe ausgeübte Drehmoment und zum anderen über die Gewindegänge eine Kraft längs der Schraubenachse, die das Granulat nach unten, die Schraube im Gegenzug nach oben drückt. An der Platte oben am Extruder wird diese zweite Kraftwirkung über ein Kugellager aufgefangen. Auch wenn das Verbiegen der Grundplatte beim Extrudieren kaum auszumachen ist, treten beim Retract und somit beim Rückbiegen der Mechanik und dem dadurch hervorgerufenen Eintauchen der Schraube in den Extruder die unerwünschten Knubbel mit der 5 mm Schraube wieder deutlicher zutage. Das Verbiegen der Mechanik ist im Betrieb als Drucker unerwünscht, in der Experimentierphase aber ein deutlicher Indikator dafür, ob eine Schrauben- oder Extrudergeometrie besser oder schlechter ist als eine andere. Versteifen wir die Mechanik also auf die Schnelle an der entscheidenden Stelle mit einem Stück 6 mm Aluplatte. Dadurch wird das Verbiegen deutlich reduziert, womit das Retract-Verhalten ebenso deutlich besser wird. Nun gelingen auch mit der 5 mm Schraube recht gute Drucke. Zur Erinnerung, das Kettenglied ist lediglich 25×27×12 mm klein. Gedruckt wird wie immer mit einer 0,4 mm Düse und einer Schichtstärke von 0,2 mm. Im Großen und Ganzen wird das Granulat schon recht gleichförmig in den Extruder gepresst, sowohl über die Schlitze in früheren Varianten als auch bei der aktuell zum Einsatz kommenden Stufenbohrung. Die auf die Schnelle montierte, eigentlich viel zu schwere Aluplatte macht den Extruder noch kopflastiger, was dazu führt, dass die durch die schwache Druckermechanik verursachten Effekte wie Ringing deutlicher hervortreten. Als problematisch erweist sich auch der große Vorratsbehälter. In diesem wird das Granulat beim Druck durchgeschüttelt und somit entmischt, da die größeren Körner sozusagen aufschwimmen. Problematischer ist allerdings, dass die Körner im Verlauf dieses Prozesses verdichtet werden und nicht mehr so schön leicht nach unten rieseln. Das führt dazu, dass der Materialfluss mit zunehmender Druckdauer bei gut gefülltem Trichter variiert. Als Lösung muss das Granulat immer gut durchmischt werden, was durch einen simplen Draht an der Schraubenkupplung oder an der Schraube selbst gemacht werden kann. Die in Entwicklung befindliche Version 5 dieses Extruders wird auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse ein großer Schritt in Richtung echter Desktop-Granulatdrucker werden. Die Mechanik wird stabiler ausgeführt und der Druckkopf erhält endlich den schon vielfach geforderten Lüfter zur Kühlung der Bauteile. Die altersschwache Druckermechanik wird im Zuge des nächsten Entwicklungsschritts ebenfalls ersetzt und zwar durch einen Prusa MK4. Der aus Prag gelieferte Karton zeigt sich ja bereits im Bild. Mehr zu dem, warum dieser und kein anderer Drucker, gibt's demnächst.
Extruder V4 hat mir beim Experimentieren gute Dienste geleistet und die Ergebnisse können sich bereits sehen lassen, auch wenn der bunte Mix aus dem recycelten Granulat die Oberflächen unebener erscheinen lässt, als es tatsächlich der Fall ist. Für künftige Tests werde ich einfarbiges Rohmaterial aufbereiten, denn es gibt noch viel zu experimentieren. Daher vielen Dank an meinen anonymen, im Hintergrund agierenden Großsponsor und an all die großartigen Menschen, die dieses Projekt über die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten bereits unterstützt haben oder dauerhaft unterstützen. Auf meinen Seiten findet ihr außerdem noch weitergehende Infos zum Projekt. Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!